Okay. Hallo. Ihr kennt mich wahrscheinlich, sonst wird dieses Video nicht bei euch landen. Björn Nunghoff. Und ich freue mich, euch einzuladen auf meine erste Ausstellung in diesem Jahr. In der Rampe zu Ebersberg. Und es ist keine klassische Ausstellung, es ist eigentlich mehr, es passiert, was passieren soll. Also ich stelle die Werke aus, ihr kommt, der Raum ist da und der Raum und alles, was da passiert, das ist einzigartig. Und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Am Freitag wird es die Vernissage geben, Eröffnung, ein DJ spielt Musik, wir tanzen, wir haben Spaß, wir lassen uns echt richtig auf die Lebensfreude ein. Wobei meine Werke teilweise auch traurige Bereiche, Depression, Niedergeschlagenheit, Tod und alles thematisieren, aber das Ziel ist einfach genießen, dass wir leben, genießen, dass es diese Räume uns gibt. Wenn ihr Lust habt, bringt was fürs Buffet mit, Getränke oder so stelle ich hin. Samstag dann, nachmittags 14 bis 19 Uhr, eher ruhig, Kunstwerke genießen, was einfach den Raum betreten, schauen, wie euch das verändert, inspiriert. Mein Wunsch wäre natürlich euch, ihr verlasst den Raum glücklicher als vorher, habt selber Lust, eurem Leben Ausdruck zu geben, und am Sonntag dann um 11.30 Uhr Geschichten, meine eigentliche Berufung, Geschichten zu erzählen, aber in diesem schönen Raum mit meinen Bildern. Das letzte Bild kam mir heute, Idee, Selbstliebe. Ihr werdet es dann mit anderen Werken dort sehen und ich hoffe, ihr seid mein Gast und schaut vorbei. Am 27., 28. oder 29. Januar 2017 in Ebersberg, in der Rampe, gleich am S-Bahnhof, ihr kommt easy hin. Getränke sind da, wenn ihr Hunger habt, es ist ein Buffet da, es wäre auch toll am Freitag, dass ihr was mitbringt, einfach so, dass für alle Sinne gesorgt ist. Bis dann, ciao.